Scheiße, der Mond geht gerade und so. Ich schon unten. Egal. Ja, autsch. Ich hab 10 braune Wolle, das sind 3 Betten. Nee, dann kriegen die Bauern graue Betten. 5 Stück brauche ich. Du hast 5 Bauern? Komm noch. Also, ich hab bloß 2, es kommen noch welche. Ich will jetzt nie wieder blaue Wolle farmen, deswegen kriegen die jetzt so graue Betten in ihr Gedöns da rein. Die komischen mit den verzauberten Büchern kriegen keine Ahnung was für Betten. Aber warum hast du eigentlich drüben aufwendig dieses Haus gebaut, wenn du sowieso bei dir nochmal dasselbe machst? Bauen heißt ja nicht, dass ich hier irgendwas anderes mache. Ja, aber ich kenne dich, du wirst das da drüben nie wieder nutzen, oder? Doch. Da drüben gibt's ja Verzauberung, die ich hier nicht habe. Wenn du so weitermachst, nicht mehr. Ach doch. Das, so, ihr habt blaue Betten, ihr kriegt aber andere. Sechs Stück, von was habe ich am meisten Wolle? Pink. Ne, grün. Reicht das für 6 Betten? Reicht sogar für 7. Wow. So. Jetzt brauche ich das da wieder. Ich brauche noch ein paar Zäune. So. Bett. So, ihr habt eure Betten. Ich hasse diese Motorradfahrer. Hätte es halt nicht so unfreundlich sein dürfen. Dann hätte dir das vielleicht erspart geblieben. Ich bin immer freundlich. Aber nicht zu dem. Ey, das ist so ein Arsch, ganz ehrlich. So, das haben wir auch. Überleg mal, du warst zu dem nicht freundlich und vielleicht. Inwiefern? Ich hab nie mit dem gequatscht. Hey, war das nicht der wegen deinem PC? Ich weiß nicht, welcher das war. Ich weiß nicht, wer mich da angequatscht hat wegen dem PC. Das war halt einfach zu dunkel. Ich hab denjenigen nicht gesehen. Wenn die mich mitten in der Nacht von irgendeinem Haus aus anquatschen, kann ich nichts dafür. Das ist dann dumm von den Menschen. Ich fange da auch nie einfach mitten in der Nacht an, quer über die Straße zu rufen, ey, was machst du mit den 2 PCs? Was spielst du denn da? Obwohl man weiß, dass es nur ein PC und 2 Monitore sind. Also. Er kann es ja vielleicht nicht wissen, Leute. Nee, aber ich denke, der kann es auch nicht gewesen sein, weil erstens, der wohnt im Erdgeschoss. Und das ist genau, wenn ich jetzt wenn ich jetzt in der Wohnung stehe und zum Fenster gucke, der PC ist links von mir dann. Und der wohnt gegenüber dem Haus links unten Erdgeschoss, also der kann nicht um die Ecke gucken. Das muss von rechts einer gewesen sein dann. Aber nochmal zurückzukommen auf den anderen, der kann ja vielleicht sich überhaupt nicht mit PCs auskennen und fragt deswegen. Ja, trotzdem macht man das nicht mitten in der Nacht so quer über die Straße. So viel Anstand hab selbst ich, dass ich das nicht mal mache. Und das sag ich, der kaum Anstand hat.
So, und jetzt kommt da hinten noch eine Magenta-Betten hin und fertig. Ja, trotzdem. Es gibt Leute, da feste die echt an den Kopf. 1, 2, 3, 4. So, so. Passt, wackelt und hat Luft. So, und jetzt bin ich gespannt, wann hier neue Baby-Villager kommen. Denn anscheinend will der sich nicht fortpflanzen, der eine Dulli. Jetzt brauche ich noch von den Dingern welche, und zwar 4 Stück. Ich wollte nur noch Beton herstellen. So, Pilzlampen können erstmal da rein. Quarz kann da rein. Damit habe ich abgeschlossen. Dies kommt hier rein. Die brauche ich. Dann brauche ich noch diese Lektüren. 4 Stück. Leck mich. Bücherregal. Die kann ich unten traden. Brauche ich 4 Stück. Du willst 9 und du. Oh, wow. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, genau. Mal 3. Und ich Arsch hab noch 60 Stück in der Kiste. 16 Lektors oder 16? Ja, Lektors? Ich hatte doch gesagt, wenn ihr da drüben welche braucht, sollt euch die hier holen kommen. Ich werf die jetzt gleich mal draußen in die Kiste rein. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du die da dann mehr finden wirst. Oder? Nee, ich brauche ja dann halt keine mehr. Bist du schon wieder hier unten? Ja, da drüben tradet kein Quarz mehr. Ach, das. Boah, dann warte ab, bis der frei ist. Dort kommen. Warte mal, die Lektoren, die Bauern und der Typ, sie muss da weg. So. Du kommst bitte mit hier hin, Dor. Zwei, drei. Genau, los. Kusch dich da hin. Ja, gehst du da rein! Gehst du da rein! So kompliziert sein. Was sind Villager? Jetzt darf ich wieder alle Betten abbauen und warten, bis Nacht ist. Nur damit sich der nach da hinten verpisst. Wo ist denn der jetzt hin? Dort. Ich setze dich zur Not noch ins Boot rein. So. Das sollte reichen, perfekt. So, kann ich das zubauen? Ja.
So. Da kannst du jetzt bleiben. Voll Biste, das ist gut. Hier mal zumachen. Damit du nicht auf dumme Gedanken kommst. So. Bist du schon wieder hier unten? Immer noch. Gibt gleich Hausverbot bei mir. Kann doch wohl nicht wahr sein. Na doch, ich hab denen gesagt, die sollen nicht mal mit dir traden. Nee, das ist nicht das Problem. Die traden nicht das Richtige mit mir. Richtig so, gut so meine Villager. Ist schon wieder Nacht? Tatsache. Oh, sehr schön. Aber warum legt der sich nicht hin? Was heißt das eigentlich? This bed is occupied. Keine Ahnung. Ich will es auch nicht herausfinden. So, der. Warum legt der sich nicht in der Dulli? Ah, jetzt liegt er. So, dann das hier weg. Dahin, Lampe drauf. Durch die Lampen hast du sowieso die Kühe irgendwie zusammengequetscht drüben. Hast du das schon gesehen? Durch die Lampen? Du hast sie da in die Ecke gesetzt, also vom Eckpfeiler jeweils zwei Blöcke entfernt. Und die sind irgendwie alle reingegangen, kommen aber nicht mehr raus. Nur dann sind die Kühe einfach nur dämlich. Das wissen wir schon lange, dass sie das sind. Ihr sollt denn jetzt noch zusammen Platz? Vorerst keiner mehr. Ich brauche erst noch einen neuen Baby-Villager. Ich hatte hier. Ah ne, den hattest du schon reingesetzt, oder? Hier lief ja noch einer rum. Ein Erwachsener. Ja, der hat auch Brot. Der hat auch Brot in Duss. Reicht eigentlich ein Villager, der Brotintus hat? Normalerweise schon, die werfen sich das ja gegenseitig zu. So, das. Ich muss für mein Netherzeug warten. Und ich warte bis Tag ist. Wie viel hab ich jetzt hier? Oh, das ist immer viel. Das ist, ne, du kannst durch Tag machen. Momentan kann ich da unten nicht viel machen. Ach so. Gotcha. Auf dich ist ein Creeper, Agro, Achtung. Oh ja. Ist ja bloß bei CO2 sein Haus. Was machst du da eigentlich? Mineta-Rack holen. Der CO2 hat gesagt, ich kann es mir holen, wenn ich will. Ich brauche das ja eh für später. So, jetzt gucken wir mal kurz hier. Du willst Geschwindigkeit. Bitteschön. Nee, hä? Doch, jetzt. Ist sogar beides drin. Weil ich den mit dem Emerald gefüttert hab. Hä? Hab ich auch gemacht. Hä? Okay, kein Kommentar. Aber danke. Sag mal, Creeper? Welcher Creeper? Der tot ist.
Gottchen. Tüdüt. Tüdüt. Wieder 40 Kürbisse für dein Küchlein. Kurze Frage, was soll das eigentlich sein, eine Tafel? Das soll einen Fernseher darstellen. Oh. Ich hab alles gedacht, außer ein Fernseher. Gehst du schon wieder da runter? Oh, Darko, ich erteile dir echt gleich Hausverbot da unten. Ich bin ja immer noch nicht fertig. Das ist mir Latte. Das kann doch nicht sein. Will er mich veräppeln? Warum? Hast du den jetzt komplett gesperrt oder? Ey, Darko, das würde ich machen mit dem Hochtraden. Es kotzt mich gerade an. Ich will ja immer noch, dass der Quarz tradet. Dann geh rüber zu dem. Da war ich ja. Jetzt werden meine Villager hier hochgetradet, obwohl ich das machen wollte. Danke. Pattern. Keine Ahnung, das ist auch neu. So. Es wäre mir jetzt egal, ob der draußen rumläuft. Willst du den umsetzen oder was? Nö. Das ist scheiße, dass der jetzt schon fest ist. Der sollte jetzt nicht mehr traden. Das kotzt mich gerade wirklich an, dass du meine Villager hochtradest. Das wollte halt wirklich ich machen. Damit ich hier auch noch ein bisschen was zu tun habe nebenbei. Entschuldigung, dann sag das das nächste Mal. Das habe ich jetzt oft genug gesagt, Darko. Das ist sogar in mehreren Aufnahmen mit drinne. Ja, aber da waren die ja alle schon hochgetradet. Aber nicht so krass hoch. Der hatte vielleicht 4 Dinger freigeschalten. Ja, stimmt, das eine Level Up habe ich eben gemacht, ja. Hast du jetzt ernsthaft gerade da nur 2 Blöcke gesetzt? Nee, 3. Ich muss warten, bis der Scheiß oben durch ist. Oh, ey. Alle 3 Blöcke hin und her laufen. Viel Spaß. Der ist auch noch nicht, der ist auch noch nicht. Welche darf ich denn dann? Der ist noch nicht hochgetradet. Der ist fertig. Der ist fertig. Der ist fertig. Der ist fertig. Okay, ich versuche jetzt darauf zu achten, welche sind, welche nicht. Ich dachte, ging jetzt echt schnurstracks auf die zu. Wirst du. Ganzes Steakbrot. Ja. Wir sollen ja auch was machen. Ja. Funktioniert super. Bist du da? Fährst du jetzt ernsthaft mit dem? Ay, du kannst das nicht erzwingen. Doch, siehst du?
Vielleicht, wenn das jetzt recht funktioniert hat. Komm, Baby, komm. Ja? Warum haben die diese Unzufriedenheitspartikel? Ja, gute Frage. Geh mal aus dem Blickfeld von denen. Ich hab die nämlich auch gerade gesehen. Kann sein, dass wir die gerade dabei gestört haben, deswegen halt. Geht das? Natürlich. Würdest du dir beim Sex zugucken lassen? Das sind NPCs. Guck, immer noch. Nö, bei mir kommen die ganze Zeit Herzen. Ja, und eben war einmal kurz dieses Zeichen wieder. Und ich bin weiter weg als du. Alle guten... Nee, wieder. Naja, ich lasse die jetzt einfach mal. So, raus hier. Solange wir die bumsen, lassen wir die jetzt in Ruhe. Was? Autsch. Oh, wieder nur 21. Das sind 1, 2, 3, 4, 3 Zäune. Wow. Was wolltest du eigentlich für einen Terrakotta haben? Nicht Terrakotta, Beton. Ja, aber wir wollten ja eine Terrakotta. Ja, nee, ich bin dann auf Beton zurückgegangen, weil das farblich besser aussieht. Also, ja, weil dieser Clay Villager... Hab's gesehen, was der Terrakotta macht. So. Houston Generals hat 9 Aufrufe. Ja. Besser als zurzeit manch anderes. Zweieinhalb Stacks habe ich jetzt davon. Das müsste doch schon für ein bisschen was ausreichen. Nee, Concrete. Concrete. Und ich brauche die Farbe dazu. Also rot, weiß. Und das war's erstmal. Für den Leuchtturm, oder? Ja, ich habe alle meine Knochen weggeballert. So, noch ein bisschen Kies. Rot, das, ja, 3,5 Sticks. Ja, ich zähle nur vorne nicht, wie ich dich kenne. Nö. Aber wunder dich nicht, wenn dann hier irgendwann ein großer Turm entsteht. Weil ich das alles gleichzeitig zu Beton mache. Boah, ich hab mich gerade so verschluckt.
Du schluckst. Okay. Muss ich mir da jetzt Gedanken drüber machen? Warum, dass ich mich beim Trinken verschluckt habe? Ah, beim Trinken verschluckt. Eigentlich bei dem, was du denkst. Was denke ich denn? Ich spreche lieber nicht aus. Warum? Ist doch nichts Schlimmes. Das sind jetzt knapp 2 Stacks. Brauche ich noch Wasser, Emma? Hier irgendwo? Da. So, dann mache ich das jetzt noch in der Folge fertig. Ey. So. Hier Wasser drauf. Und dann. Beziehungsweise, nee. So reicht sogar aus. Jetzt habe ich das Ding wieder falsch gesetzt. Das Wand wäre jetzt von Vorteil. Gut, das bessere ich dann aus. Und jetzt fange ich mit Weiß an. Dann, es werde Beton. Ja, Beton fertig. Was war das eine hier?
scheiße. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Irgendein Villager getötet, der gut war? Nö. So. Perfekt, hat dann auch geklappt. Hier die Kiste. Das und das da rein, das brauche ich dann demnächst. Das da rein, das da rein. Das sieht auch gut aus. 1, 2, 3.